Halli, hallo, hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu The Universum. Ja, da ist ja wieder unsere Aufgabe aufgetaucht. Wir sollen hier diese blöde Pflanze endlich kaputt kriegen. Warte, das geht ganz einfach. Und zwar nehmen wir Elektrisieren. Zack, und machen sie kaputt. Das Gute ist, dass es jetzt nicht brennt, weil hier darüber haben wir jetzt gerade eine Regenwolke generiert. So. Und wir müssen... Oh, die sind wieder glücklich. Puh, was für ein Glück. Kriminalität ist auch wieder runtergegangen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben sie jetzt eigentlich mehr Angst oder sind die tatsächlich glücklich? Nee, die haben immer noch mehr Angst. Ja, gut, ist so. Aber wir mussten das tun. Da sehe ich noch jemanden, der krank ist. Ach nee. Sieht aber noch sehr lebendig aus, oder? Haben wir das jetzt nur so vor? So. Ja, hier liegen schon wieder überall tote Menschen rum. Oder tote Nuggets eher. Ja, da müssen wir halt mal gucken, dass wir hier irgendwie diese ganzen toten, ja, oder fast toten Nuggets mal wegkriegen. Machen wir lieber Creator Points damit. Warte, wo ist der da? Damit wir diese blöde Pflanze endlich besiegen können. Warte, und zwar hiermit. Ah. Oh, da unten möchte jemand was von uns. Ja, warte. Oh, warte mal. Erstmal nimm ich da mal dein... Ah ne, ist Freudenschub. Ist okay, kann man auch machen. Ich glaube, ich habe sie verscheucht. Oder möchte sie immer noch was von uns? Hey, jetzt kannst du mit mir sprechen. Nein? Wirklich nicht? Ja, nur weil ich den Todkranken da weggenommen habe? Oh. So, wie sieht das aus? Ah, okay, Expeditionslager. In diesem Loch lebte eine schreckliche Kreatur. Es ist jetzt leer, aber es ist ein schrecklicher Gestank, der über die Zivilisation weht. Nach dem Tod des Monsters haben sich neue Möglichkeiten ergeben. Nuggets werden bald in der Lage sein, neue Abenteuer in den Tiefen des Planeten zu erleben. Forschung, Campforschung zum Aufbau des Expeditionscamps. Da! Ah! Spelerlogie. Studium der Höhlen schicken sie ihre Nuggets tief in den Untergrund und entdecken sie, was darunter liegt. Aha. Machen wir das mal. Dann könnten wir nämlich hier in die Höhle steigen quasi. So entstehen also Höhlen. Aha. So. Hier liegt auch noch jemand, der krank ist. Wir könnten... Glaube ich, aber am Anfang jetzt einfach mal wieder Verjüngung zu machen. Damit die Leute auch mal wieder glücklich mit uns sind. Tja, und nicht böse mit uns sind quasi. Hier ist noch der zweite Friedhof. Hier wird das zweite Krankenhaus gebaut und hier ist ein zweiter Bunker. Ja, und wenn nochmal so eine Krankheit ausbrechen sollte, sollten wir definitiv alle Leute in den Bunker schicken. Damit da nichts passiert. Was macht ihr hier hinten? Spazieren gehen? Ach nee, ich glaube, das sind die Jäger, ne? So. Nichtsdestotrotz machen wir uns einfach mal wieder... auf die Suche nach einer neuen Kiste. Ja. Ah, jetzt. Gut. Da haben wir eine neue Kiste gefunden. Die bringen wir natürlich wieder bei uns ins Epizentrum. Das Problem ist natürlich, das Epizentrum ist genau die Mitte. Und wenn sich hier etwas verteilt, ja. Dann komplett. Im ganzen Dorf, hätte ich fast gesagt. Ist ja quasi dann schon fast der ganze Planet. Was ist das hier eigentlich? Ah, dieses Vorkommen mysteriöser Ressourcen scheint seinen Namen alle Ehre zu machen.
Womit können wir... Ah, später erst. Okay. Ja. Das ist nachher eine moderne Alter. Okay. So weit sind wir noch lange nicht. Hä? Habe ich das schon gemacht? Schalte das Expeditionslager frei und platziere es über dem Loch. Ah, warte. Dann müssen wir ja hier als nächstes schon das Expeditionslager freischalten. Ja. Wo ist denn das Expeditionslager noch? Da. Was war das? Das machen wir als nächstes. Dann kommt die Glasbläserei. So. Und dann kommt schon die Elektrizität. Oh, die Leute sind alle unglücklich, ne? Ja. Opfer mussten gebracht werden, sag ich dazu nur. So. Nehmen wir die Kiste auch noch mit. Früher oder später müssen wir sie eh öffnen. Von daher... Scheiße, wo ist denn jetzt unser Spot hier? Nein, ich habe mich verirrt. Das ist auf jeden Fall noch eine zweite Kiste. Hä? Das sieht gut aus. Kann sie ins Loch werfen? Nee, das möchte ich nicht. So. Da. Öffnen wir das doch glatt mal. Ja, das sieht gut aus. Wüstenrose. Ich hoffe, da kommt nicht noch sowas. Wüstenrose. Ah, okay. Warte mal. Wie viel haben wir denn da jetzt schon? 2, okay. Aha. Ja, ist nicht mehr weit, ne? Dann, dass die auch immer wieder da durchlatschen, ne? Und ich muss es nachher retten. Toll. So. Machen wir uns mal auf der Suche nach einer weiteren Kiste. Irgendwo in der Wüste war noch eine, ne? War das hier? Da. Aber die meinte ich eigentlich nicht. Die sah, glaube ich, anders aus. Die war doch mitten in der Wüste, oder nicht? So. Komm, Kiste. Oh. Eingelassen. So. Hier vorne müsste irgendwo unser Dörfchen liegen. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht gut aus. So, wo ist denn hier noch das Epizentrum? Da schnell die Kiste platzieren. Ja. Ah. Er hat nur grün, ist das gut? Was war das? Oh, hat sie getroffen. Aha. Oder warum ist die jetzt so rot? Hä? Ich bin schrecklich in Mathe. Jeder sagt mir, ich soll meine Figur zum Zählen. Ach, soll meine Finger zum Zählen benutzen. Aber wir haben doch gar keine. Oh. Wieso ist denn die so rot jetzt? Und was ist das? Gas. Hey, Jemini. Ach, guck. Da wird wieder die Wahl gestartet. 3 Kandidaten stehen wieder zur Auswahl. Und zwar, beschleunigtes Studium. Nuggets verbringen weniger Zeit in der Schule, jedoch erhöht sich die Verbringen weniger Zeit in der Schule. Jedoch erhöht sich die erhöhen sich die Verletzungsraten. Sicherheitsrichtlinien. Nuggets werden weniger anfällig für Verletzungen. Das hört sich gut an. Medizinische Hilfe. Nuggets schenken der Medizin mehr Beachtung. Ist auch gut. Aber das finde ich auch gar nicht so verkehrt.
dass sie sich nicht mehr verletzen. Dann laufen sie nicht mehr alle hier mit gebrochenen Knochen rum. Das haben wir ja alle schon gesehen. Ja. Ja, Infektion. Was habe ich mir gedacht? Kann ich gar nicht anmachen, ne? So. Guck, das wird hier erforscht. Und wir machen uns mal auf die Suche nach einer zweiten Kiste. Da vorne ist der Mond. Ich glaube, den Mond kann man tatsächlich mittlerweile auch erreichen hier in dem Spiel. Gab bereits dieses Update, dass man wohl zum Mond fliegen kann. Aber das ist noch ziemlich weit entfernt. Das werden wir so schnell nicht erreichen, glaube ich. Hier, meinte ich die vielleicht? Weiter auf. Und noch weiter. Telekinese ist an. So. Ich glaube, hier hinten war irgendwie unser Dörfchen. Nee? Ja. Einmal dort ins Epizentrum, bitte. Oder sollte ich tatsächlich mal... Ja, ich lasse das einfach mal forschen. Kostet ja nichts. Ist ja nicht so schlimm. So. Entdeckerpunkte haben wir auch wieder ein paar freigeschaltet. Oder bekommen. Hier, 45 insgesamt. Mit den Entdeckerpunkten kann man nämlich hier die Geschichte... freischalten. Ist schon freigeschaltet. So wie das aussieht. Die Sachen hier sind nicht eingeschaltet. Große Muckis. Durch den ständigen Einsatz von Muskelkraft haben die Nuggets das Bodybuilding für sich entdeckt. Das Aufkommen von unausstehlichen Muskelprotzen ist zwar kein Stern am Himmel der Nugget-Kultur, aber da die Kollegen zumindest im Bereich der körperlichen Arbeit gut zupacken können, lohnt es sich vielleicht, sie einfach zu ertragen. Ein Hauch von Licht. Nix bringt ein Nugget mehr in Bewegung als... Achso, das hatten wir ja schon, ne? Ein kleiner Blitz. Zu viel verwandelt sie in Asche. Also sei vorsichtig mit deiner Dosierung. Nuggets mit dieser Energie zu versorgen, macht sie allein wenig schneller. Göttliche Bestrafung. Warst du jemals Zeuge dieses seltsamen Phänomens, dass zwei Nuggets auf einmal geboren werden? Diese 2-in-1-Spezifikation sorgt für mehr Arbeitskraft. Diese Mutation erhöht die Wahrscheinlichkeit, bei der Geburt Zwillinge zu gebären. Im Inneren weißt du, worum es dir dabei geht. Du kannst dieses Wunder also als Segen verkaufen, auch wenn mehr Mäuler zu stopfen sind. Aber das ist zum Glück nicht deine Sorge. Taktisches Ausweiden. Eine durch Nuggets durchgeführte Studie über das Innenleben von Fischen resultiert in 2 Ergebnissen. Jede Menge Würgen und eine bessere Methode, um Fische auszunehmen. Das hört sich gut an. Wie, kann ich nicht freischalten? Ich habe noch 20 Entdeckerpunkte. Sind die das nicht? Du? Das sind doch die Entdeckerpunkte, oder nicht? Entdeckungspunkte? Aha. Anscheinend nicht. So. Oh, die Leute sind alle schlecht gelaunt, ne? Wenn man das hier so sieht. Ich sollte mal wieder einen Freudenschub vorbeibringen. Macht sie alle zumindest ein bisschen glücklicher. Und vielleicht sollte ich den Boden segnen. Warte. Guck mal, das macht sie alle ganz glücklich. Blümchen und so und Bienchen. Ich weiß, davon kennt ihr was. So, seid ihr alle wieder glücklich? Geht so, sagen die. Das wird ja gar nicht geforscht hier.
Machen wir das einfach mal so auf. War das gut? Ah, es scheint nicht so, als wenn das hier irgendwie ein Problem gab. Shuttle öffnet sich. Was? Die Box hat irgendwie alle deine Gebäude durch 25% repariert? Aha. Mysteriöse Bauplan. Dann haben wir jetzt schon tatsächlich 3 von 4, ne? Hier bei der Wüstenrose. Aha. Fehlt uns nur noch eine Blaupause. Und dann können wir die hier schon im Steinzeitalter bauen. Jetzt möchte ich das auch wissen, ne? Aber da wieder so eine Kiste zu finden, ist gar nicht so einfach. Ah, perfekt. Abgeschlossen. Dann können wir fast die... Beziehungsweise nicht fast. Wir können die Aufgabe erledigen. Warte mal, wo ist das denn jetzt? Da. Aha. Was? Unambo, der neue Herrscher von Viriconium. Es gibt ein neues Gesetz. Ja gut, machen wir nochmal eine Feier. Freuen sich die Leute. Diese Happiness brauchen sie gerade. Und dann kommt auch bald schon der Meteor. Did you hear that crack, Creator? I think one of your nuggets broke something. Kann ich nicht mehr zum Ereignis springen. Was ist das? Wie kein Wasser. Wir haben doch mehr als genug Wasser. Ja, hä? Oder unser Minister für Wasser, der macht einen schlechten Job. Minister für Energie. Ja, okay. Weltraumminister. Aha. Ah, guck mal, so viele Creator Points haben wir auch gar nicht mehr. Hm. So. Park des Armor, Schule. Die sind, glaube ich, gar nicht mehr so böse. Die sind nicht mehr so... Nee, guck mal, da ist es. Das sieht jetzt auch nicht mehr so blutig aus und so. Das hat mal jemand geputzt. Sehr schön. Guck mal, das beruhigt sich jetzt wieder. Dies zeigt an, wie sich ihre Nuggets derzeit für sie fühlen. Dies hat viele Auswirkungen auf ihre Zivilisation, wobei die Effizienz ihrer beiden Creator Points Generierungsmethoden am größten ist. Ja. Guck mal, das sieht doch schon langsam wieder gut aus. Na, haben nicht mehr so eine große Angst. Das ist doch gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freut mich. Nuggets sind gestorben. Ja, Nuggets sterben leider den ganzen Tag. Wir haben tatsächlich genau 100 Nuggets. Tja. Der spielt Ball. Ah, okay. So. Haben wir noch irgendwas Feines? Nee, ne? Ist das mitten in der Nacht? Warum klingelt jetzt die Schulglocke? Gasmine. Das Gas, nach dem du suchst, kann nur mit viel Zeit und Aufwand zutage gefördert werden. Hin und wieder könntest du sogar spezielle Werkzeuge dafür benötigen. Gasmitarbeiter sind hervorragend dafür ausgerüstet, durch die Erdoberfläche zu brechen und riskante unterirdische Gänge zu passieren. Um diese wertvolle Ressource zu fördern. Sogar Orte, wo der Gestank am schlimmsten ist, suchen sie tapfer auf. Uiuiui. Okay. Achso, warte mal, wir brauchen... Wo war die denn jetzt noch? Steinbruch. Gasmine. So. Ah, hier.
Aber das Gute ist, dass es hier hinten wieder in unserem Industriegebiet quasi. So. Ist eigentlich auch gar nicht so schlau, dass ich hier die Farmen hinten bei unserem verschmutzten Industriegebiet hingemacht habe, aber na gut. Ist so. So. Dann. Was habe ich da eben noch gelesen? Steinbruch, ne? Steinbruch. Die uralte Technik des Felsbrockenjagens wird bald enden. Nuggets haben damit angefangen, spezielle Zonen für Steinminen zu errichten, welche den ganzen Betrieb näher an das Zuhause, an ihr Zuhause bringt. Hoffentlich beschwert sich niemand über den Lärm. Ja, deswegen machen wir das ja hinten hier in unserem Industriegebiet. Wollte das drücken hier? Ich wollte E drücken. Machen wir das mal so hier hin. Zack. Das war klar, dass das hier hinten wieder am Stein oder hier an dem Berg auch genügend Steine gibt. Ist das ein Wohnhaus? Nee, die Jagdhütte. Weil hier hinten ist soweit auch gar nichts, zum Glück. Von wegen Wohnen. Ich glaube, das ist das nächste, ja. Nicht stören, okay. Aber noch einen von diesen komischen Steinen finden wir jetzt hier so nicht, ne? Also da, wo die Kisten drin sind, meine ich. Hier ist ein Bär. Nee. Na, Schildkröte, die da ganz tapfer hochklettert. Nee. Ja, na gut. Ist so, ne? Die bringt wahrscheinlich nur wieder Unheil. Pech und Unheil in unser Dorf, in unsere Zivilisation. Hier ist auch schick. Oh, hier ist bestimmt eine Menge Stein. Holz auf jeden Fall auch. Hier, guck mal hier, das ist alles voller Stein. Nö. Finde ich jetzt tatsächlich gerade nicht so eine Kiste. Irgendwo wird bestimmt noch eine liegen. Sieh dich warm an, der Winter ist da. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Dort wird das Expeditionslager gebaut. Was wir dann mit dem Expeditionslager machen können, das klären wir nächste Folge. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ich sage tschüss.